Königreich. Amen. Und in dem anderen Königreich haben wir auch eine andere Sprache. Amen. Wir sprechen in neuen Sprachen und wir können auch die neuen Sprachen auslegen. Amen. Hat Ezekiel uns heute Morgen ja gesagt, dass wir das tun werden, dass wir das lernen werden, dass wir da reingehen werden, dass wir die Sprachen, die wir sprechen, auch auslegen. Amen. Und nachdem wir in den himmlischen Welt leben, können wir uns doch auch in den himmlischen Sprachen unterhalten, oder? Kavarabonto, makadikata genke, masondre, rabrotra, nakedias lobrevete, shuked bianti gedikata brosleke de gebanka, tiket basninta rabalaliante, ja, halleluja, rekravalavaradon, tregobo, hobonko, man triklabadavasoko bonka, petikedikata basinta, kikapo. Also bitte, soll keiner denken, die spinnen hier alle. Wir sind versetzt, wir sind verrückt. Ne? Steht klar und deutlich, eindeutig in der Bibel, im Kolosser 1, Vers 13. Wir sind verrückt aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Amen. Also wir sind versetzt, wir sind verrückt. Darf sich also keiner dran stören, wenn wir etwas verrückt ausschauen. Ihr müsst nicht gleich abschalten, ihr könnt euch erstmal angucken, was eigentlich mit diesen Leuten los ist. Okay, das ist jetzt hier für das Fernsehen. Fürs Fernsehen. Amen. Warum wir hier glitzernd rumlaufen? Wisst ihr warum? Heaven is a shining place. Heaven is a shining place. Der Himmel, den Jesus für uns erkauft hat, dass er uns von unseren Sünden gewaschen hat, weil wir sein Opfer angenommen haben für uns ganz persönlich. Halleluja. Der Himmel hat Straßen von Gold. Hat Perlen als Tore. Hat Edelstein als Fundament. Wow. Wir brauchen keine Lampen und nichts mehr, kein Licht mehr. Der Herr selber wird unser Licht sein. Wow. Also jeder, der Himmel erlebt hat, so mal den Himmel besucht hat im Geist und wieder zurückgekommen ist, sagt, wie es da glänzt und glitzert. Amen. Und drum denke ich mir jedes Mal, wir wollen euch doch einfach schon mal ein bisschen Geschmack auf den Himmel machen hier. Ha? Halleluja. Amen. Wir sind Himmelsbürger heute, jetzt und hier. Amen. Wir sind verrückt. Verrückt ins Reich des Lichts, aus dem Reich der Finsternis. Amen. Wir haben neue Pässe, ganz andere Pässe. Wir haben die Pässe des Königreichs Gottes. Halleluja. Wow. Wir sind was ganz, ganz anderes. Ich habe euch oft gesagt, wir sind ETs, Außerirdische. Extraterrestriens. Ne? Unser Geist, hat Ezekiel heute Morgen gesagt, unser Geist sitzt schon im Himmel. Amen. Amen. Ah, und da sollen wir auch unseren Sinn hinsetzen. Wer mich kennt, immer wieder die gleichen Schriftstellen, Kolosser 3, 1 bis 3. Wir sollen sinnen auf die Dinge, die droben sind. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Da sitzen wir nämlich mit ihm zusammen. Denn wir sind gestorben, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wow, wir sind schon versetzt in die himmlischen Orte. Amen. Wow. Es war gewaltig, was Ezekiel heute Morgen gesagt hat, oder? Zwei können nicht in einem Körper leben. Hast du dir das tief reinsinken lassen? Zwei können nicht in einem Körper leben. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Was sagt Paulus, Galater 2,20? Ich bin gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht länger lebe ich, Christus lebt in mir. Amen. Das ist das echte, wahre Leben. Erst dann fängt Leben wirklich an. Ich habe heute mit einer Schwester gesprochen. Und ich habe so das Strahlen auf ihrem Gesicht gesehen und sie hat jetzt angefangen rauszugehen in die Parks und auf die Straßen und für die Leute zu beten, Leute zu evangelisieren und für sie zu beten. Und da passieren Heilungen, Halleluja. Habe ich ihr gesagt, siehste, es war ein Schleier über dir, der Schleier ist weg. Du bist strahlend schön jetzt, du bist voller Leben, du bist völlig verändert. Wir haben den Schleier immer gesehen und wir haben immer versucht, ihr zu sagen, hey, gibt's mehr. Da gibt's so viel mehr. Komm doch hoch.
komm doch in den Geist rein. Lass doch das Zeug von der Welt einfach zurück. Unser Papa kümmert sich so wunderbar um uns. Ich habe jetzt kein Auto gehabt, als ich kam von Indien rüber. Und habe ich keine Milch gehabt. Und ich bin ein Milchbaby. Ich bin zwar schon erwachsen, ich kann auch Fleisch essen, aber ich bin trotzdem ein Milchbaby im natürlichen Bereich. Und habe ich jetzt keine Milch gehabt, seit ich hierher gekommen bin, 3 Tage lang. Von gestern Abend habe ich 8 Liter bekommen und heute nochmal 7 Liter. 15 Liter. Dann fragt mich mein Mann, also ich verstehe wirklich nicht, wie der Herr dich so sehr liebt. Siehst du eigentlich, wie sehr Gott dich liebt? Siehst du solche Sachen an den kleinsten Kleinigkeiten? Siehst du die Liebe Gottes an den kleinsten Kleinigkeiten? Er möchte dich so tragen, wie sein Prinzen, wie seine Prinzessin, wie sein Königskind. Amen. Er möchte dich in ganz andere Bereiche hineinnehmen. Er möchte dich im Geistbereich lebend haben. 24 Stunden am Tag. Wer möchte das? Yes, ein Träger der Käse, ja. Wir sind einmal hierher geflogen und ich habe mich so umgeschaut in Emirates und jeder hat so seinen Bildschirm vor sich und jeder schaut sich da irgendeinen Käse an. Ne? Und da waren so viele Kriegsfilme, wo sie da Bomben werfen und was weiß ich was für Zeug. Ne? Und ich dachte mir, die armen Leute, die wissen gar nicht, dass wir das eigentlich leben können. Die wissen gar nicht, dass wir im geistlichen Bereich durch unsere Worte dem Teufel Bomben in sein Reich werfen können. Dass unsere Worte zerstören können, was der Teufel aufbauen wollte. Hallo, dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Amen. So wie er mit Worten die Welt geschaffen hat, so möchte er, dass deine Worte Reich Gottes schaffen. Reich Gottes bauen, Reich Gottes schaffen, Reich Gottes bauen, Reich Gottes schaffen, Reich Gottes bauen. Was ist Reich Gottes? Römer 14, 17. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja! Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Wow! Das kannst du mit deinen Worten schaffen. Und das ist die Atmosphäre, in der du leben solltest. In der du leben kannst. Und das ist die Atmosphäre, die du mit dir tragen kannst und solltest. Und das ist die Atmosphäre, die Menschen erleben müssen, wenn sie dich sehen. Waren das jetzt schon zu viele Hausaufgaben für nächstes Jahr? Wisst ihr, wir haben uns so sehr gefreut. Wir haben ein paar Leutchen jetzt bei uns gehabt in Indien. Susanne hat es 4,5 Monate bei uns ausgehalten. 3,5. Echt? November, Dezember, Januar, Februar, 4. Ja? Gut, okay. Also ihr Mann hat sie so lange entbehren können, musst du dir mal vorstellen. November, Dezember, Januar, Februar, fast den ganzen März. 4,5. Aber du warst im November doch schon da. Ach, das war das Jahr vorher. Okay, von Januar bis März, siehste, sie gehört zu uns. Aber du kannst einfach sehen, die Freiheit und die Freude, sie hat so lange bei uns ausgehalten. Und dieses Mal 30, 40 Leute hast du mitbringen können. Warum? Weil da ein Durchbruch gekommen ist, weil da Leben ist, weil da einfach so eine Begeisterung und so eine Freude kommt. Amen. Wir haben hier eine junge Sarah. Sie hat auch einen ganzen Haufen Leutchen mitgebracht. Halleluja. Steht doch mal alle auf, die mit der Sarah gekommen sind. Ganz genial. Herzlich willkommen. So aus der Konstanzer Richtung, ne? Warum seid ihr denn jetzt plötzlich zu uns gekommen und vorher nicht? Habt ihr an der Sarah irgendwas Neues gesehen? Mhm. Ja. Ist, hat sich da irgendwas verändert an der Sarah? Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Komm doch lieber hier nach vorne. Wenn ihr euch die Videos von letztem Jahr anschaut, da waren 2 junge Damen da, gekugelt und gekugelt.
mit der Lachsalbung. Und ich habe damals gesagt, wartet nur ab, ihr werdet noch von diesen Damen hier hören. Da liegt eine hohe Berufung drauf, der Herr wird die ganz stark gebrauchen. Amen. Und siehe da, hat schon eine ganze Menge Schäfchen mitgebracht und ist selber an der Arbeit. Ist jetzt gerade Ende März zurück nach Hause gegangen. Ne? Halleluja, in 2 Monaten hat der Herr schon so viele Wunder getan. Es ist so gewaltig und so wunderbar, wenn du reinkommst in den Geist. Wenn du lernst, das Leben zu leben, was Gott für dich geplant hat. Gott hat nie geplant, dass du ein Fleischklops sein solltest. Hat er nie geplant, dass du als fleischlicher Mensch, als natürlicher Mensch hier auf der Erde rumlatschen musst, mit schweren Lasten, schwer beladen, gequält und geplagt. Das ist nicht Gottes Plan. Amen. Der Plan Jesu, der Plan Gottes ist Leben und Leben im Überfluss. Amen. Der Plan Gottes, das Leben Gottes ist der Garten Eden. Der Garten der Wonne. Eden bedeutet Wonne. Boah, der Garten der Wonne. Den hat er geschaffen und dann hat er seinen Menschen hineingesetzt. Ich liebe es. Er hat alles schon für dich vorbereitet, och, dass du da drin gewaltige Autorität haben kannst. Und dann hat er dich hineingesetzt. Aber das musst du im Geist akzeptieren, da musst du hineinkommen, das musst du leben. Nicht mit deiner natürlichen Kraft. Hallo? Es ist nicht durch Heer, es ist nicht durch Macht, es ist durch meinen Geist, sagt der Herr. Und wir Deutsche, wir arbeiten so gern, ne? Wir wollen es uns verdienen. Dass es uns gut geht, wollen wir uns verdienen. Auch dass es uns im geistlichen Bereich gut geht, auch das wollen wir uns verdienen. Auch das wollen wir uns erarbeiten, aber das funktioniert nicht. Es gibt da einen, der sein Blut für uns gegeben hat. Amen. Der Sohn Gottes hat sein eigenes Blut für uns vergossen, damit wir einfach empfangen können, dass wir alles annehmen können, was er für uns gekauft hat. Es ist eigentlich so einfach, aber wir machen es so kompliziert. Das Wort, was Ezekiel empfangen hat, an dem Morgen, wo wir entscheiden mussten, ob wir absagen oder nicht, dass Jesus ihm gesagt hat, wir zusammen müssen viele Wunderwirker hervorbringen, trainieren, ausbilden, in die Welt hinaussenden. Viele Wunderwirker. Wer möchte ein Wunderwirker werden? Ja, jetzt ist die Zeit. Wer weiß, was in Matthäus 12, Vers 28 steht? Matthäus 12, Vers 28 hat Jesus gesagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes was tue? Ah, die Dämonen austreibe. Die Dämonen austreibe. Dann ist das Reich Gottes zu euch hingekommen. Wie viel Reich Gottes lebst du? Wie viel Reich Gottes erlebst du? Das ist ein hartes Wort, oder? Wenn ich durch den Geist Gottes, oder im Lukas 11, Vers 20, da heißt es, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn jetzt aber nicht durch den Geist Gottes und den Finger Gottes Dämonen ausgetrieben werden, ist dann das Reich Gottes zu dir gekommen? Wie viel Streit, wie viel Spaltungen, wie viel Probleme und Quälereien laufen in christlichen Gemeinden, in christlichen Familien? Wie viel aneinander rumgegifte, wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Unfriede, wie viel Unfreude,
wie viel Nicht-Reich Gottes läuft in christlichen Familien. Warum? Weil das nicht geschehen ist. Weil noch zugelassen worden ist, dass irgendwelche Tierchen sich da aufhalten dürften. Siehst du, wir wollen in die Geistesgaben hineingehen. Ein Teil der Geistesgaben ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich habe mich so gefreut, mein Mann hat gesagt, das soll unbedingt ich tun. Da bin ich Spezialist drin, habe ich gedacht, oh Mann, mir fehlt noch jede Menge. Aber es ist wirklich so, dass ich, wenn ich wohin komme, spüre ich, was da für Geister sind. Warum? Warum? Weißt du, weil ich im Geist lebe, weil ich im Geistbereich bleibe. Ihr müsstet uns zweimal sehen, ihr würdet euch kringelig lachen. Ich denke, der Herr lacht auch oft über uns. Wir sprechen ständig in Sprachen miteinander. Wir umarmen uns in Sprachen. Wir fragen uns gegenseitig, ob wir hungrig sind und jetzt essen wollen oder später in Sprachen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach automatisch. Aber wir verstehen uns dann auch. Musst du nicht unbedingt tun. Aber es bringt einfach so viel Freude. Es bringt viel Freude. Unsere Freudensalbung, die der Herr uns seit, Halleluja, seit, neulich habe ich nachgerechnet, seit 2012 Februar, gibt uns der Herr regelmäßig dieses wunderbare Freudenöl. Regelmäßig, Halleluja. Regelmäßig. Ja, Tienteko. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein gewaltiger Segen ist. Was da für eine Heilung fließt, was da passiert in den Leben der Menschen. Und es ist ganz spannend. Genau wie es heißt im Psalm 122, Psalm 126 ist es, glaube ich, die zwei vermische ich immer. Wenn der Herr die Gefangenschaft Zions wendet, dann wird unser Mund vor Lachen sein. Und wir sehen das. Jedes Mal, wenn wir unser Flüchebrechen durchziehen, am Schluss bricht Freude auf. Am Schluss bricht Freude auf. Am Anfang. Kampffeld. Kampfgebiet. Woho. Weißt du warum? Weil der Teufel gerne einen Raum behalten möchte. Epheser 4, Vers 27 sagt Paulus den Christen, den Ephesern, die doch eigentlich reife Christen sind, ne? Die einen ganz schön heavy Brief bekommen haben. Also anscheinend gute geistliche Leute, die schon recht viel im Geist verstehen und empfangen können. Denen muss Paulus sagen, gebt dem Teufel keinen Raum. Mhm. Denen muss er das sagen. Und die Verse vorher, die Verse hinterher, kannst du dir einfach mal anschauen. Es geht um Zorn, es geht um Reden, es geht um Ärger, es geht um Geschrei, es geht um Bitterkeit, es geht um üble Nachrede, es geht um lauter solche Geschichten. Gib dem Teufel keinen Raum. Auf die Art und Weise wird dem Teufel Raum gegeben. Auf die Art und Weise wird nicht das Reich Gottes gebaut. Und leider ist es halt häufig so, dass auch unter den Gotteskindern noch ein Haufen von dem Zeug da ist. Uns geht es oft so, wenn wir in ein Haus kommen, wissen wir, was los ist. Spürst du. Du kommst in ein Hotelzimmer, du weißt, was los ist. Du besuchst jemanden zu Hause, du weißt, was los ist. Du kannst denen sagen, ich weiß, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr miteinander redet, ich weiß, warum eure Kinder so daneben sind, ich weiß, was der Grund ist, warum. Du spürst es im Geist. Du spürst als allererstes mal die Worte, die gesprochen werden. Denn Worte haben schöpferische Substanz. Amen. Wenn ich durch den Finger oder den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes nahe zu euch herangekommen. Wenn dem Teufel und seinen Dämonen kein Raum mehr gegeben wird, wenn ihm kein Platz mehr eingeräumt wird, wenn du ihn irgendwo nur entdeckst und sofort rausschmeißt, dann ist das Reich Gottes zu dir gekommen. Ich habe ein bisschen gekämpft mit diesem Thema, aber ich habe ganz, ganz deutlich empfunden, dass ich das unbedingt tun soll. Und dass ich euch auch ausbilden soll in diese Richtung hinein. Dass ich euch lehren soll, Dämonen auszutreiben. Bei uns läuft es in unseren Schulen ganz lustig. Aber okay, zuerst mal, wie erkennst du...
Wie erkennst du Dämonen? Wie kommen Dämonen rein und wie erkennst du sie? Alles, was nicht Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist, kommt aus der falschen Richtung. Kommt nicht aus dem Reich Gottes, heißt, kommt aus dem Reich der Finsternis. Ich liebe meinen Hebräer 1, Vers 9. Was heißt es da? Über Jesus geht es da. Du hast Gerechtigkeit geliebt, hast Gesetzlosigkeit gehasst. Jesus hat was gehasst. Jesus hat Gesetzlosigkeit gehasst. Jesus hat Rebellion gehasst. Jesus hat Indisziplin heißt es, glaube ich, gehasst. Er hat es gehasst, wenn jemand sich nicht dem alttestamentlichen Gesetz, sondern dem Gesetz der Liebe, sich nicht dem unterordnet, nicht in dem wandelt. Das hat Jesus gehasst. Gesetzlosigkeit, nicht das zu tun, was unser Schöpfer uns vorgeschrieben hat, hat er gehasst. Und wie geht's weiter? Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als all deine Gefährten, heißt es über Jesus. Wie viel Freudenöl ist in deinem Leben vorhanden? Wie viel Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Wie viel Gesetzlosigkeit oder Nicht-Gesetzlichkeit, nicht die falsche Art von Gesetzlichkeit, sondern einfach das erfüllen wollen, was Gott für uns geplant hat. Ich denke mir das so oft, es laufen heutzutage so viele Sachen, die einfach Mineralmangel sind. Vitaminmangel und Mineralmangel sind, das sich in Krankheiten dann niederschlägt. Warum wohl? Im Alten Testament hat Gott uns gesagt, dass wir die Felder jedes Jahr mit anderen Dingen bepflanzen sollen. Weil die verschiedenen Arten von Pflanzen verschiedene Substanzen aus dem Boden rausziehen. Und die Pflanzen auch wieder was zurückgeben in den Boden hinein. Und im siebten Jahr soll das Land brach liegen. Ist es jetzt ein Gesetz? Es ist einfach das, was Gott uns als Schöpfer des Universums gesagt hat, wie wir mit der Erde umgehen sollen, mit dem Erdboden umgehen sollen. Wenn wir das täten, wäre das, was wir heute essen, gesünder. Aber was machen wir? Monokultur, jedes Jahr durch, das Gleiche und so weiter. Und dann ein bisschen Chemie in den Boden rein und dann fragen wir uns, warum es uns nicht mehr gut geht. Na? Gesetzlosigkeit. Heißt nicht, du musst jetzt gesetzlich sein, du musst jetzt alles genau durchziehen oder sonst was. Es heißt, du verstehst, dass der, der dieses Buch geschrieben hat, was davon versteht, wie er den Menschen geschaffen hat und wie er die Erde geschaffen hat. Und du entscheidest dich, dein intelligentes, intellektuelles Gehirn ihm unterzuordnen. Und zu sagen, okay, Herr, ich verstehe es zwar heute noch nicht, die Wissenschaft hat es vielleicht noch gar nicht entdeckt, warum, aber okay, du wirst schon wissen, warum, ich tue, was du sagst. Amen. Ich würde sagen, Gesetzlosigkeit kannst du sogar so sehen, dass du sagst, ach, was soll das, braucht man doch nicht drauf zu achten. Na, das Altes Testament braucht man heute nicht mehr. Es wird in so vielen Gemeinden heute gelehrt, dass du das Alte Testament nicht mehr brauchst. Boah, lebensgefährlich. Lebensgefährlich. Wie viele geistliche Prinzipien kannst du aus dem Alten Testament nur herauserkennen und dann durch den Tod Jesu, durch die Wiedergeburt anschauen. Natürlich durch die Wiedergeburt anschauen. Aber das Fundament ist im Alten Testament. Lass dir das nicht stehlen. Amen. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Teufel will nicht, dass du Gerechtigkeit, Friede oder Freude erlebst. Hallo? Der Teufel wird sein Bestes tun, dich irgendwie und irgendwo zu quälen. Hast auch schon erlebt, ne? Irgendjemand findet er immer, um dich zu piesacken, ne? Ne? Kommt jetzt dann drauf an, ob du diesen Bait, diesen Haken von Satan nimmst oder ob du das nicht tust. Liegt an dir, ob du dich verletzen lässt. Ob du bitter wirst, ob du sauer wirst. Oder ob du sagst, okay, Herr, vergib. Vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. So wie Jesus es am Kreuz gesagt hat. Okay, Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun.
Wenn du das tust, bei den Verletzungen, die der Teufel immer wieder bringt, dann gibst du ihm keinen Raum. Wenn du sofort vergibst, gibst du ihm keinen Raum. Wenn du aber den Zorn erstmal zulässt, wenn du den Ärger erstmal reinlässt, wenn du die Bitterkeit da drin erstmal so richtig schön schwelen lässt, na, du kennst das, oder? Richtig schön mal durchschwelen lässt, du hast da keine Ahnung, was alles für Tierchen, für Würmer und für Schrott sich da drin vermehrt. Es liegt an uns. Wir können im Reich Gottes leben. Es ist möglich, in der Atmosphäre des Reiches Gottes zu bleiben. Es ist möglich, die Türen zuzumachen, durch die der Teufel immer wieder reinkommt und dich immer wieder quälen möchte. Es ist möglich. Und es kann einfach sein oder es kann auch ein bisschen härter abgehen. Ich habe leider keine Sitzgurte mitgebracht. Keine Angst. Ich habe ihm immer, Pastor Emanuel, gerade gesagt, ich muss einfach dem Heiligen Geist gehorchen, was er mir gesagt hat. Aber ich glaube, wir sind hier alle schon erwachsen genug. Okay? Auf welche Art und Weise kommen Dämonen in das Leben von Menschen? Natürlich schon mal zuerst durch die Vorfahren. Die ganzen Vorfahren, Sünden und so weiter. Ne? Wir haben unser Flüchebuch da hinten. Schau dir das einfach an, frag den Heiligen Geist, was haben unsere Vorfahren getan, was heute in die dritte, vierte Generation oder sogar in die zehnte Generation heimgesucht wird. Oder wenn die Sünde wiederholt wird, dann kriegt der Teufel den nächsten Vertrag und kann die nächsten paar Generationen weitermachen. Ne? Es kann also über viele, viele, viele Generationen laufen. Es kann die Sünde von deinen Vorfahren sein. Es kann deine eigene Sünde sein. Es kann Zorn sein. Es kann Geldgier sein. Wie viele, sogar noch im Neuen Testament, Judas Iskariot, sogar noch Ananias und Sapphira, wie viele sind umgekommen, umgebracht worden aus Geldgier? Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Überleg dir mal, wie schaut es in deinem Herzen eigentlich wirklich aus? Natürlich sagst du, ich diene nicht dem Mammon, aber was ist die erste Überlegung, wenn du dir jetzt überlegst, Mann, die Zeit ist kurz, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Eigentlich würde ich gerne Vollzeit schon Gott dienen. Eigentlich würde ich gerne viel mehr raus auf die Straße und nicht da jeden Tag 8 Stunden in der Arbeit sitzen müssen. Aber, wer bezahlt? Hast du dir das mal überlegt? Dass du da eigentlich jetzt dann die Entscheidung treffen musst, ob du Gott dienst oder dem Mammon? Denn ich diene dem Geist, so wie es einfach verhandelt.